kein Richtfest, sondern ein Fest zur Bauhalbzeit feierten jetzt Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Pfarrdechant Markus Trautmann auf der IGZ-Baustelle. Dazu waren zahlreiche Ehrengäste erschienen, darunter Landesbauministerin Ina Scharrenbach und Weihbischof Dr. Stefan Zekorn. Einen roten Teppich und Sekt gab es nicht, stattdessen Brezeln und alkoholfreie Getränke. Ein Zeichen dafür, dass wir mitten auf einer Baustelle sind, so Bürgermeisterin Lisa Stremlau. Wir stehen heute mitten auf der Baustelle, wo ansonsten auf Hochtouren, man darf es mal so nennen, malocht wird. Ich glaube, ich kann das ganz gut beobachten. Ich habe da drüben mein Zimmer, hin und wieder stehe ich mal auf und kontrolliere, aber es wird immer gut gearbeitet. Der Anlass ist, dass wir ein gutes Stück weitergekommen sind. Eigentlich sollte es heute ein Richtfest werden. Das hat nicht so ganz geklappt, aber das ist sicherlich nicht die erste Baustelle, wo es Verzögerungen gibt. Die gab es. Aber wir hatten uns auf diesen Termin geeinigt. Und zwar ganz wichtig, dass die Ministerin kommt. Und von daher haben wir das heute als Baustellenfest gefeiert. Und ich glaube, es war auch ein guter Anlass, um all den Gästen zu zeigen, wir sind schon relativ weit. Wir sind noch nicht fertig. Aber im nächsten Jahr wird es soweit sein. Aber die alle hier sind, haben uns zumindest die Rückmeldung gegeben, dass man sich schon in etwa vorstellen kann, wie es aussehen wird. Vor allen Dingen hier der Markt der Möglichkeiten mit dem Glasdach versehen wird sicherlich ein ganz, ganz reizvoller Begegnungsort werden. Können Sie etwas zum Umbau des Rathauses und zur zeitlichen Planung sagen? Ich kann Ihnen zunächst mal sagen, dass der Durchbruch kurz bevorsteht, also der Durchbruch. Wir sind ja heute schon einen ersten Durchbruch gegangen auf diesen Markt der Möglichkeiten. Das wird jetzt in zeitnah geschehen und dann werden die Umbauarbeiten beginnen. Wann sie jetzt letztendlich beendet sein werden, kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Man wird ja vorsichtig, weil es schwer ist, Handwerker zu bekommen, weil es einen unwahrscheinlichen Boom gibt, was das Bauen anbetrifft. Von daher wird sich das mit Sicherheit auch noch ein bisschen verzögern, aber wir werden dann beginnen, wenn der Durchbruch gestartet hat. Pfarrdechant Markus Trautmann erinnerte an die lange Planung dieses Objektes, die nicht im stillen Kämmerlein stattgefunden habe, sondern an der viele Leute beteiligt waren. Diese vielen Wegbegleiter, die wir gerade aufzählen durften, haben das Projekt geformt und möglich gemacht. Und da drängt sich dann eine weitere Frage auf: Ist es dadurch einfacher geworden? Klare Antwort: Nein. Der Anlass unserer heutigen Zusammenkunft sollte ein klassisches Richtfest sein, bei dem der Dachstuhl eingesegnet wird. Dazu konnte es nicht kommen. Wir haben eine kleine Verzögerung und deswegen haben wir das als Baustellenfest umgewidmet im Zugehen auf die Aufrichtung des Dachstuhls. Wir erwarten bald, dass der Dachstuhl aufgerichtet wird und dass die Arbeiten zügig vorangehen. Wir wollen im Jahr 2019 einziehen, möglichst im Sommer schon, dass der Kindergarten seine Räumlichkeiten bezieht und zum Spätsommer hin, zum Herbst hin, das ganze IGZ dann die Tore öffnet. Landesbauministerin Ina Scharrenbach freute sich darüber, dass Menschen sich gemeinsam aufmachen, um ein Haus für alle zu bauen. Und ich habe vernommen, dass diese Baustelle ein bisschen ruhen musste, weil sie einen Denkmalwertfund getätigt haben mit der ältesten Glockengießergrube Deutschlands. Ich gratuliere Ihnen dazu. Das ist ein sehr guter Eindruck. Die Baustelle stand ja gut ein Jahr lang still, nachdem die älteste Glockengießergrube hier gefunden wurde, 1200 Jahre alt immerhin. Und deswegen ist es gut, dass es weitergeht und vor allen Dingen, dass die Bevölkerung auch sieht, dass es weitergeht. Wie beurteilen Sie die Gesamtbaumaßnahme? Positiv, sonst wären wir als Bundeslandesregierung hier nicht engagiert. Insgesamt 26 Millionen Euro werden hier für die Dülmener Bürgerinnen und Bürger verbaut. Weihbischof Dr. Stefan Zekorn hofft, dass das Haus für alle ein Segen sein wird. Mit diesem Kreuz verbinde ich gleichzeitig den Segenswunsch, dass eben das IGZ wirklich ein Segen für die ganze Kommune sein möge. In diesem Sinne gebe ich das Kreuz mit der dazugehörigen Erklärung, die man dann auch in 1200 Jahren, wenn dann die Archäologen hier Ausgrabungen machen, noch lesen kann. Herr Leiter. Ja. Herzlichen Dank. Nach den Ansprachen wurde eine Zeitkapsel mit verschiedenen Gegenständen befüllt. Darunter eine Wasserwaage und ein Kreuz. Zuvor hatten die Ehrengäste dazu einen Handabdruck auf einer Fahnenkette hinterlassen.
Wir haben einige schöne Exemplare ausgesucht, die wir auch in unsere Zeitkapsel füllen. Die Organisatoren hoffen, dass die weiteren Bauarbeiten zügig vorangehen, sodass das Gebäude im kommenden Jahr bezogen werden kann.